Ah, diese Stimme in meinem Kopf! Ah! Ich muss hier weg. Na los jetzt! Ich hab Angst. Geh auf die Knie und blass. Sage Entschuldigung. So, Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und zwar, Freunde, wie ihr schon im Titel gelesen habt, ich möchte mal heute Wolverine 24 Stunden lang beobachten. Mal gucken, so was er in seinem Tag so macht, was er so frühstückt, was er halt einfach allgemein so macht. Ich bin echt gespannt, was mich so alles erwarten wird. Und falls ihr neu auf meinem Kanal seid, ganz entspannt ein Abo dalassen, Glocke aktivieren, weil ich lade jeden Tag Videos hoch und ich werde das auch jeden Tag machen. Und wenn ihr mich kostenlos supporten wollt, einfach Creator-Code eintragen. Und wenn ihr Bock habt, mit mir mal zu zocken, kommentiert mal alle euren Epic Games-Namen jetzt. Und ich würde sagen, wir suchen jetzt mal Wolverine, und zwar jetzt hier in Wailing Woods. Also ich habe jetzt gemerkt, dass der Wolverine hier in Wailing Woods ist, beziehungsweise jetzt Weeping Woods, und dass er dann halt zum Beispiel auch bei Slurpee sein kann. Und ja, ich würde sagen, wir suchen einfach mal hier so ein bisschen, suchen nach ihm und beobachten ihn einfach mal 24 Stunden, was er so macht, was so seine Hobbys sind, ob er dann einfach, warte mal, Digga. Ey, Freunde, da vorne ist er schon. Wie läuft er denn? Alter, no joke, als ob wir jetzt schon Wolverine gefunden haben. Also, Freunde, das ist jetzt mal echt krank. Warte mal, was sagt er da? Lololololo. Ich bin wieder ein 5-jähriges Kind. Ich bin wieder auf dem Spielplatz. Und ich spiele, aber... diese Stimme in meinem Kopf! Ich muss hier weg. Oh mein Gott, Freunde, das Ding ist, Wolverine rastet gerade hier komplett aus, Digga. Oha, Digga. Er sagt einfach, what the fuck, diese Stimmen in meinem Kopf und so. Also, Freunde, ich sag euch ehrlich, ich glaube, er ist gerade komplett Digga, was ist mit dem los, Mann, der Arme? Also, ich weiß, ob ich ihn jetzt helfen soll oder ob ich ihn jetzt eher so als gefährlich einstufen soll. Weil das Ding ist, er meinte gerade, dass irgendwelche Stimmen ihm irgendwas sagen. Ich glaube, er hat so echt Schizophrenie, no joke. Er klettert hier über Sachen und so. Ich sterbe noch. Oh mein Gott, Digga, was ist mit Wolverine los? Alter, wo läuft er denn gerade hin? No joke, was macht er denn für kranke Sachen? Okay, Freunde, ihr müsst euch so vorstellen. Ich darf mich jetzt halt nicht von ihm sehen lassen. Wenn er mich jetzt sieht, dann ist es vorbei mit mir. Ich lasse mich jetzt halt einfach hier hinter diesem Baum verstecken und verfolge ihn jetzt einfach die ganze Zeit. Mal gucken, wo er hingeht. Ich brauche meine Medikamente. Wo sind meine Medikamente? Er sucht gerade seine Medikamente, Freunde. Was mit dem los? Ich höre Steps. Hier ist jemand. Oh mein Gott, Freunde, er hört uns langsam. Aber er ist zum Glück weg. Mein Gott. Oh mein Gott, Alter. Was ein Wolverine, Alter. No joke. Oxy! Wolverine, was ist los, Mann? Was ist los? Ich brauche meine Medikamente. Schnell! Ich hab sie noch nicht. Schneller! Ich brauche sie. Ich brauche noch eine Woche. Eine Woche. Nein! Ich kann nichts machen. Ich habe keine Medikamente heute. Was? Du sorgst jetzt dafür, dass ich meine Medikamente bekomme. Werden hier Köpfe rollen! Ja, ich renn jetzt los, ich hol sie. Oha, Freunde, was ist das denn für ein Ding, Alter? Wolverine rastet komplett aus, er braucht seine Medikamente. Digga, der Typ ist komplett krank. Ich sag euch ehrlich, wo ist dieser Typ, der gemobbt wurde von ihm gerade? Ey, komm mal her, ey. Ey, wer bist du, Mann? Schau mal, ich war gerade hier so unterwegs und so. Ich wollte so Wolverine beobachten, so 24 Stunden, so mäßig, so eine Challenge, ne? Hätte niemals gedacht, dass er jetzt so krass ausrastet und so. Möchtest du mir mal sagen, was da genau gerade passiert ist, so? Ich fand das gerade echt, ehrlich gesagt, richtig krass. Ich weiß auch nicht, aber es wird sich hier in der Stadt Wailing Woods herum erzählt, dass Wolverine irgendwie so ein Psychopath geworden ist oder sowas. Dem ist irgendwas passiert, der ist irgendwie besessen oder sowas. Richtig gruselig, Mann. Ja, das ist ja mal geisteskrank. Bro, also er meinte, hat irgendwas, er will irgendwelche Medikamente und so haben. Meinst du, der Typ nimmt irgendwelche Medikamente, damit er wieder normal wird? Also ich kann jetzt nicht genau sagen, was er da nimmt, aber das braucht er irgendwie, weil sonst kommt so eine Stimme in seinem Kopf, hat er mir mal erzählt. Okay. Aber ich krieg die Medikamente nicht, die sind so selten. Bro. Ich sag dir ehrlich, es wird auch langsam dunkel, weißt du, ich muss jetzt leider weggehen. Ich möchte Wolverine halt noch ein Auge behalten. Ich gehe jetzt mal weiter, beobachte ihn, bleib du zu Hause. Ich glaube, er hat dir gesagt, du hast noch einen Tag Zeit, seine Medikamente zu suchen. Mach das mal auf die Schnelle. Nicht, dass er komplett ausrastet. Ich beobachte ihn jetzt einfach mal, okay? Hau rein, Digga. Ciao, ciao. So, meine lieben Freunde, wir beobachten jetzt weiter Wolverine. Er ist jetzt wieder auf seinem Spielplatz. Es scheint so, als wäre er besessen von diesem Spielplatz. Ich möchte ehrlicherweise mehr von seiner Geschichte erfahren, was ihm früher zugestoßen ist und warum er jetzt genau so ist, wie er ist. Ich möchte ehrlich gesagt jetzt noch nicht Kontakt mit Wolverine aufnehmen, denn wenn ich das jetzt machen würde, würde es bestimmt komisch ausgehen, weil er ist jetzt hier komplett am Austoben. Wenn er vielleicht seine Medikamente hat, lässt er vielleicht mit sich reden, aber ich sag euch ehrlich, so langsam ist das schon komisch, wie er so drauf ist. Also, ja, wir beobachten jetzt einfach mal die ganze Zeit. Er läuft hier geisteskrank rum. Bin gespannt, wann jetzt mal wieder was Krasses passiert, wo er rumraged und so. Digga, ich hör mal zu, was er sagt. Warte mal. Okay.
Mir geht's gerade gut, gerade geht's mir gut. Aber ich brauche meine Medikamente! Die Stimme kommt wieder! Ah! Ich raste aus! Ich spüre diese Power-Ups schon wieder! Was passiert hier? Ich brauche Hilfe! Ich brauche mein Bier! Ich gehe zum Kiosk hier rüber, Alter. Ganz schnell. Alter, ich glaube, er möchte gerade einfach diesen Kiosk ausrauben. Also, Freunde, ich sag euch ehrlich, Wolverine ist ein ganz gefährlicher Typ. Der andere Typ... Ben! Ey, nein, ich tue schon wieder! Geh weg! Ben! Geh weg! Was willst du mir? Du gibst mir jetzt Wolverine-Bier! Junge, du hast alles ausgetrunken! Ich hab nichts mehr! Geh weg, Alter! Was hab ich alles aus... Gib mir Wolverine-Bier! Ah! Geh weg, Mann! Du kommst jetzt mit mir mit, komm! Verfolg mich! Ey, komm! Du gehst jetzt da rüber! Los! Los! Ey! Immer geradeaus! Immer geradeaus hier! Ah. Wer wollte euch komplett ausrasten, Alter? Was los hier? Renn! Ja, okay, schneller! Okay. Was? Du hast kein Schwulwarenbier? Dann müssen wir wohl dein Blut trinken, mein Lieber! Los, lauf! Oh mein Gott, Freunde, Alter. Ey, Wolverine tut jetzt halt einfach gerade den Benny hier entführen, der Kioskbesitzer, weil er so ein gewisses Schwulwarenbier nicht hat. Hä? So, ich meine, what? Okay, Freunde. Rein da! Lass dich! So, mein Lieber. Also, dadurch, dass du kein Schwulwarenbier hast, werden wir dich jetzt langsam aufschlitzen. Und dann werden wir langsam dein Blut in meinen Hals tropfen lassen, bis ich nicht mehr davon genug bekommen kann. Hast du mich verstanden? Ey, bitte nur nicht das, Digga. Guck, ich hab dir doch gesagt, du kannst nicht so viel saufen. Du hast gestern schon alles weggetrunken. Wie soll ich denn Neues besorgen? Woher soll ich das denn haben, Mann? Das ist das mein Problem! Ah! Oder dein Problem. Was hast du in deiner Hand? Das ist Chili-Wuin. Geh, gib das mal her. Hier. Was macht man damit? Oha. Isst man. Ich glaube, er probiert jetzt was Neues aus. Alter, das ist ganz gefährlich. Junge. Aber meinst du, was passiert, wenn ich das esse mit mir? Das ist genauso wie Schwulwarenbier. Also es beruhigt mich und ich werde langsamer und gechillter? Ja. Yeah. Okay. Ich probiere das mal. Frei. Oh mein Gott, er hat ein ganz großes Problem. Was redest du? Es wird nicht langsamer. Ich werde schneller. Die Stimmen in meinem Kopf, sie kommen wieder. Du hast mich angelogen. Ich werde dich jetzt töten. Komm her, du Bengel! Das ist gerade gar nicht lustig, aber ich muss... Ey, stopp! Wolverine, ich kann dir helfen. Wer bist du? Ich bin ein Natus. Und zwar, schau mal, ich habe dich jetzt beobachtet und ich habe gerade festgestellt, dass du eine psychische Erkrankung hast. Ich möchte dir halt einfach helfen, dass du wieder gesund wirst. Und zwar... Ich habe keine psychische Erkrankung, ich habe Hunger, okay? Digga, like, what the fuck? Ey, Bro, renn weg, Benny, renn weg. Er ist gerade am Essen, Digga. Er rastet gerade komplett noch aus, Mann. Geh diese Seilbahn weg. Der sieht uns jetzt nicht mehr. Freunde, der ist jetzt komplett weit weg. Ey, Benny Boy, spring mal hier ab. Ich möchte mit dir reden, Digga, über was ganz Wichtigen. Das Ding ist, der Wolverine wird jetzt ja wahrscheinlich hier im ganzen Wald und so weiter wieder sein Unwesen treiben. Meine Frage an dich ist jetzt halt, seit wann geht das schon so, dass dieser Wolverine psychisch krank ist und immer zu dir kommt und irgendwie irgendwelche Sachen von dir haben will und Bier trinken will, was auch immer? So, seit wann geht das eigentlich? Oh, schon seit Monaten geht der zu mir und will mein Bier haben. Ich hab nichts mehr. Kein Kunde kriegt mir was ab. Ich verdiene kein Geld mehr. Ich gehe pleite. Und der kauft mir nicht mal was ab. Er erpresst mich und klaut mein Bier, Digga. Was soll ich machen, Mann? Ich hab nichts mehr. Ey, Bro, da vorne ist er auch schon. Ich sag dir ehrlich, das tut mir echt leid, Digga, dass es so ist. Aber lass jetzt mal kurz zu diesem anderen Besitzer, der seine Medikamente immer gemacht hat. Ey, hallo? Bist du da? Natus. Natus. Komm mal her, schnell. Also, ey, ich hab jetzt... Natus, warte mal, weißt du, Wolverine ist, ich hab die Medikamente gefunden. Okay, sehr gut. Das Problem ist, guck mal. Kommt mal bitte beide hierher. Das Ding ist, Wolverine wird jetzt wahrscheinlich gleich wieder auf dem Spielplatz spielen gehen. Wir wissen ja, wie er immer so tickt. Ich würde sagen, lass jetzt mal kurz hier hinter diesem Bus hier kurz stoppen und reden. Schau mal, ich sag euch ehrlich, in meinen Augen ist Wolverine echt ein komplett psychisch kranker Mensch. Wir müssen ihm wirklich helfen, damit er aus seiner Fantasiewelt rauskommt. Und da ist es halt ganz wichtig, dass ihr ihn gar nicht aufregt. Schau mal, ich habe irgendwie mitbekommen, dass er sich so richtig schnell stressen lässt und reizbar macht. Und deswegen, ihr müsst einfach eure Fresse halten. Habt ihr verstanden? Lasst mich reden. Ich werde mit Wolverine reden, weil irgendwie, ich habe vorhin mit ihm geredet. Er meinte so, ey, ja, mir geht's wieder besser. Als ich weg war, ging's ihm schlecht. Ich glaube, ich habe so eine beruhigende Wirkung auf ihn. Wenn er jetzt wieder auf dem Spielplatz ist, gebe ich ihm seine Medikamente. Gib mir mal das. Okay, hier. Sehr gut, danke. Das werde ich ihm auf jeden Fall dann gleich geben. Und dann werde ich dann euch rufen und dann werden wir alle mit ihm reden, warum er so geworden ist, weil ich glaube, er wurde früher gemobbt und so. Und ja, okay, Freunde, das Ding ist, er ist jetzt nicht mehr am Spielplatz, wir haben jetzt lange gewartet und ich habe ja vorhin gesehen, dass er zu den Toiletten gerannt ist. Ich habe irgendwie das Gefühl, der ist gerade am Kacken oder so. Jungs, kommt mit, aber versteckt euch hier, weil ich glaube, er mag es nicht so, euch zu sehen. Ich gehe jetzt mal hier rein. Also, ich bin echt gespannt. Hallo, Wolverine? Das ist, glaube ich, andere Seite, Leute. Wolverine, hallo? Oh. Wolverine?
Ey, was machst du da? Ey, was ist hier los, Mann? Ich bin ja... Ich war am WC, kann man hier nur 2 Minuten alleine sein, oder was hier? Ey, es tut mir echt leid, Wolverine. Sind das meine Medikamente? Ja, das sind deine Medikamente. Wo hast du die? Ich sag dir ehrlich, Wolverine, guck mal, ich möchte jetzt mit dir reden, also über deine Vergangenheit allgemein, so über dein Leben. Guck mal, ich weiß... Nein, erstmal ein Medikament, da reden wir. Okay, ja. Nimm. Endlich, no way, ja, Mann, ich fühle mich wieder gut, yippie. Yay, was geht, Mann? Das Leben ist so schön, Digga. Ha, komm, hier, nimm noch eins, damit wir besser reden können. Oh ja, okay, jetzt geht's mir echt gut, ja. Okay, Wolverine, schau mal, ich habe jetzt echt dich einen Tag lang beobachtet. Ich weiß, das findest du vielleicht ein bisschen komisch. Was? Du hast mich gestalkt? Ja, aber ich wollte nur wissen, wie es dir geht und so. Guck mal, ich habe halt mitbekommen, dass Das macht mich schon leicht aggressiv wieder. Ja, aber dann nimm hier noch einen Pilz. Okay. Schau mal, ich habe hier bei dir eine Krankheit festgestellt. Und zwar, weil du früher gemobbt wurdest, habe ich festgestellt, dass du ein Trauma hast. Also wirklich, was ist denn genau früher passiert, so als du in der Schule warst? So, du warst ja schon immer so ein bisschen anders wie die anderen Schüler. Du warst so leicht wie ein Superheld, aber auch auf eine komische Art. Wie haben dich die Lehrer und so behandelt, dass du jetzt so geworden bist, wie du bist? Nicht gut. Als erstes wurde ich ausgelacht, weil meine Krallen länger waren als die der anderen. Okay. Dann musste ich mich mit 7 Jahren in so einen Bodyanzug pressen, weil einfach meine Fähigkeiten einfach anders waren als die der anderen. Ich war kein Durchschnitt, ja. Ich kam mit 8 Jahren in eine Superheldenschule und wurde von dort aus hart getriggert. Und eigentlich war das so, dass ich halt normalerweise, guck mal, bis mit 3 Jahren oder 4 Jahren schon in diese Superheldenschule gesteckt, ja. Dadurch, dass die waren schon alle 4 Jahre älter als ich, also 4 Jahre länger als ich in dieser Schule. Und ich war dann so ein Neuling mit 8 Jahren, was halt gar nicht üblich war. Also wurde ich erstmal in meiner normalen Menschenschule, ja, danke, Bro. Oh, ich brauch das. Also ich wurde erstmal in meiner normalen Menschenschule gemobbt, sag ich mal so. Dann haben sie mir gesagt, dass es alles okay mit mir, dass es alles normal ist, dass ich in eine Superheldenschule komme und dafür sorgen werde, dass die Welt besser wird. Ja. Aber jetzt, wenn ich älter geworden bin und ich sag dir ehrlich, alles was ich mache, ich laufe den ganzen Tag hier im Wald rum und töte Leute. Schau mal, Wolverine, entspann dich, schau mal. Ich sag dir ehrlich, du musst dich jetzt echt entspannen. Ich möchte, dass du für mich arbeitest. Hast du Bock, für mich zu arbeiten? Ich werde dir deine Medikamente immer geben. Ich werde auch immer mit dir über deine Geschichte reden, damit du das Ganze verarbeitest. Ich werde dir helfen, ein besserer Mensch zu werden und dass du mein Superheld wirst. Weißt du, ich sehe in dir keinen schlechten Menschen, sondern ich sehe in dir den besten Menschen, weißt du? Ja. Okay, sehr gut. Dann komm mal mit. Und zwar, wir haben jetzt hier die 2 Jungs, die du sehr ausgebeutet hast. Warum bist du voll weggelaufen, Mann? Ey, stopp. Guck mal, hier nimm noch einen Pilz. Du gehst die ganze Sache falsch an, Bro. Geh die ganze Sache ruhig an. Der hat doch nichts gemacht. Er hat mir kein Weh gegeben. Ja, weil er nichts hatte. Ist mir egal. Guck mal, ey Jungs, kommt mal her. Ihr entschuldigt euch jetzt bei Wolverine und dann ist die ganze Sache geklärt, okay? Na los jetzt! Ich hab Angst. Geh auf die Knie und blas. Sag Entschuldigung. Sag! Oh, sorry, Chef, sorry. Kein Problem. Aber sag ihnen jetzt Entschuldigung, was ist denn los mit dir, okay, Bamboy? Okay, Entschuldigung. Okay, mir tut's auch leid. Okay, aber trotzdem bekommt ihr jetzt den Respekt, Chelly, hier bei dir. Einmal du hier. So, jetzt könnt ihr weggehen. Okay, schau mal. Also, das Ding ist, ich habe jetzt eine richtig geile Idee. Schau mal, Wolverine. Ich habe das Gefühl, du machst die ganzen Menschen und so hier kaputt, unnötig. Ich habe eine richtig geile Idee. Wie wär's eigentlich, wenn ich und du ein Team aufbauen von Superhelden. Ich meine, du bist jetzt auf meiner Seite, aber es gibt jetzt richtig viele Superhelden, die sind noch nicht auf unserer Seite. Zum Beispiel Iron Man, Dr. Doom und Deadpool, Batman, OG-Skins Superhelden. Hättest du Bock, gegen jeden von denen anzukämpfen und dann für mich Preisgelder zu gewinnen und dass wir dann die größte Superheldenschule dann entwickeln und dann, dass wir ganz Fortnite übernehmen. Hättest du Bock? Medikament? Okay, hier. Oh yeah, baby, ich bin sowas von dabei. Los, wer hat was gegen meinen Chef gesagt? Los, lass Iron Man töten. Komm, lass Dr. Dooms killen. Los, lass Galoon, let's go, komm schon! Okay, Bro, guck mal. Stopp. Du gehst jetzt hier, beruhigst dich jetzt ein bisschen. Ich gebe dir deine ganzen Pilze und so. Jetzt hast du genug Vorrat für die nächsten Tage. Und zwar, ich werde das Ganze jetzt planen. Und ja, deswegen, bis dann, ich plane das Ganze. Okay, Freunde, das war's jetzt mit dem Video. Falls ihr wirklich sehen wollt, wie ich Wolverine gegen andere Superhelden kämpfen lasse, dann lasst jetzt unbedingt ein Abo da, damit ihr wirklich nichts verpasst. Es ist nur ein Klick. Mein Traum wäre es sowieso, die 300.000 zu schaffen. Und es wäre echt komplett Ehre, wenn wir auf dieses Video mal die 2000 Likes schaffen. Das haben wir schon seit langem nicht mehr geschafft. Einfach 2K auf einem Video. Zeigt mir einfach, was für eine kranke Community ihr seid. Lasst kurz ein Like da. Das wäre für mich wirklich super nett. Und ganz wichtig, schaut alle bei Wolverine vorbei. Er hat auch einen YouTube-Kanal. Er heißt Modelico. Und zwar, ihr könnt sehr gerne, alles gut, Bro. Ihr könnt sehr gerne bei ihm die 5.000, 6.000 Abonnenten voll machen. Er hat auch Twitch. Bei ihm ist sein Twitch und sein YouTube-Kanal ist verlinkt. Schaut einfach bei ihm vorbei. Zeigt ihm ein bisschen Liebe. Er ist echt ein Ehrenmann. Macht jeden Tag auch Videos und so weiter. Zieht selber durch. Und ja, deswegen. Medikamente. Kuss geht raus. Bis morgen. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.